Hallo Freunde! Vancouver ist die drittgrößte Stadt Kanadas und beherbergt viele Katzen, die auch teilweise auf der Straße leben. Um nicht zu verhungern, müssen sie Tag für Tag ums Überleben kämpfen und sich gegen andere Tiere behaupten. Denn auf der Straße geht es nicht gerade zimperlich zu. Die kleine Katze Ben-Ben erregte sofort die Aufmerksamkeit, denn sie hatte einen ungewöhnlich traurigen Gesichtsausdruck. Tierschützer merkten sofort, dass etwas nicht stimmte und nahmen den armen Kater auf. Ben-Ben zog direkt die Blicke auf sich, als er durch die Straßen Vancouvers schlenderte. Er sah aus wie ein trauriges Etwas, dem Schlimmes widerfahren ist. Und das merkten die Tierschützer ganz genau. Nachdem er eingefangen und zum Tierarzt verfrachtet wurde, gab es endlich Gewissheit. Er hatte nicht etwa so geschaut, weil er traurig war, sondern weil er angegriffen wurde. Er hatte scheinbar einen Kampf mit einem größeren Tier, das ihn schlimm zugerichtet hatte. Seine Wirbelsäule war zerquetscht. Sein Ohr war total angefressen und er hatte mehrere tiefe Schürfwunden. Von dem Kampf gezeichnet, machte er schließlich diesen traurigen Eindruck. Also sprach der Tierarzt das an, was eigentlich niemand hören wollte. Er wollte ihn einschläfern, da die Chance, normal zu leben, sehr gering sei. Er müsste sein Leben lang Medikamente holen und könnte nie wieder richtig laufen. Das Tierheim, in dem er untergebracht war, stimmte der Entscheidung zu und somit war der kleine Kater zum Tode verurteilt. Es war also beschlossene Sache und die Einschläferung wurde schon vorbereitet. Doch im letzten Moment fasste sich eine Mitarbeiterin der Tierarztpraxis ein Herz und beschloss, Ben-Ben zu adoptieren. Der Tierarzt hatte erst Bedenken, denn dem kleinen Kater ging es offensichtlich sehr schlecht. Die Mitarbeiterin musste versprechen, sich Tag und Nacht um ihn zu kümmern und ihn wieder gesund zu pflegen. Der Arzt ließ sich gerade so überreden und so sprang der Kater dem Tod im letzten Moment von der Schippe. Er hatte anscheinend seinen neuen Leben noch nicht aufgebraucht. In seinem neuen Zuhause fühlte er sich total wohl, erholte sich prächtig und blühte auf. Die Frau schaffte es tatsächlich, in kürzester Zeit ihn wieder auf die Beine zu bringen. Er kann sogar wieder ganz normal laufen, allerdings nicht ganz ohne Schmerzen, weshalb er weiterhin seine Tabletten braucht. Und so wurde aus dem kleinen Kätzchen ein stolzer Kater, der dank seines Überlebensinstinkts und der Hilfe der Frau weiterhin am Leben teilnehmen kann. Natürlich ist es schön, wenn Tiere gerettet werden und in einem neuen Zuhause weiterleben können. Aber wie seht ihr das? Sollte man solch schwer verletzte Tiere, die nur noch mit Schmerzmitteln über die Runden kommen, besser einschläfern, um dem Leiden ein Ende zu setzen? Oder sollte man das Leben mit Schmerzmitteln weiter verlängern? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier könnt ihr euch gerne noch weitere Videos von mir anschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!